So. Dass hier nämlich, dass wir die Säpplinge rauskriegen, dass wir hier die Bäume pflanzen können, dass wir hier weitere Bäume kriegen. Da geht's natürlich nicht. Hallo Kuh! Wow, sie ist so groß! Sie ist immer noch kleiner als eine echte Kuh, aber sie ist groß. So. Puh. Ja, Kuh. Ne? So ist das. So ist das hier. Da hinten lädt er die Chunks nicht richtig. So. Naja, was soll's. Ich habe jetzt auch die Sichtweite nicht zu hoch. Es läuft natürlich alles ein bisschen stabiler, weil man halt keine Shader drin hat und weil man halt nicht irgendwie 250 Mods drin hat. Allerdings möchte man es doch tunlichst vermeiden, dass hier irgendwas leckt. Weil Leck bringt die hier halt echt. Das haut die halt wirklich in die Schnauze. Wenn hier irgendwas wackelt, zerrt, nicht richtig ist, wie man sich bewegt. Das aber auch schon. Ist aber auch schon ein nices Plätzchen hier so, ne? Voilà. So an der Steilküste hier könnte man ja so eine Terrasse bauen oder sowas, ne? Wie weit kann ich denn hier gehen? Wow, hier ist die Grenze. Ich habe meine Chaperone-Grenzen jetzt immer wieder eingestellt, dass ich nicht dauerhaft unten einen roten Streifen habe. Das ist für den Anfang eigentlich ganz nett, ist aber dann doch teilweise ein bisschen irritierend. Deswegen habe ich das jetzt mal sein lassen. So. Mal erstmal hier unten die Dinger aufsammeln, bevor die despawnen. Denn das ist auch nur so eine kleine Insel, ne? Ich weiß auch überhaupt nicht, wie das funktioniert, wenn wir Boot fahren. Das werden wir definitiv ausprobieren. Hoppala, da können wir nicht hin. Aber ich will jetzt erstmal all die. Das war jetzt keine Schleichwährung, das war jetzt Zufall. Ich würde jetzt ganz gerne all diese Zepplinge hier aufsammeln, bevor die halt weg sind. Ach, guck mal, da ist noch Holz. Deswegen geht das auch nicht weg. Na, machen wir mal lieber mit der Hand. Wollen wir hier keine Werkzeuge verbrauchen für den Kladderadatsch. Da oben sehe ich noch was. Da sehe ich noch was. Da sehe ich noch was. Hier sehe ich noch was. Das ist schon mal schön. Das ist schön. Werde ich nämlich auch die Bäume alle da unten pflanzen, dass ich hier nicht so auf dem Berg rumkraxeln muss. Das ist ja auch nervig. Das ist ja. Guck mal, da ist noch einer rausgekommen. Gucken wir hier hinten noch mal lang, ob hier noch irgendwie was rausgekommen ist. Ich glaube nicht. Oh, guck mal, da ist ein. Naja, die Schafe ertrinken ja nicht, die gehen ja nicht ins Wasser. Beziehungsweise die können ja eh schwimmen. Das ist ja dann Wumpe. Wumpe ist das. So. Ja, die lasse ich hier vorne einfach stehen. Die anderen werde ich jetzt einfach mal. Es ist ja nicht so weit, ne? Wir haben es ja nicht so weit. Aber den einen. Ach, wir haben nur einmal Birke. Was zur Hölle? Ich höre hier Lava. Hier nicht mehr. Hier auch nicht mehr. Hier ist Lava, hier irgendwo ist Lava. Oh. Ich habe sie gefunden. Jetzt nur ganz vorsichtig.
Jetzt nur ganz, ganz vorsichtig. Ich denke. Ich denke, wir machen das mal so. Lava. Gut. Dann stellen wir hier auch keine Bäume hin, dann stellen wir die hier hinten hin. Machen wir hier. Wow. Das ist alles so schön. Das ist alles so schön. Erstmal stellen wir hier den Baum hin. So. So. Hoppala. Wo ich da denn zwei stehen? Ich weiß auch nicht, wie spannend das jetzt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob euch das jetzt gefällt, ob ihr das eher als Side-by-Side sehen wollt. Mittlerweile müssten jetzt hier ein paar Folgen wahrscheinlich schon raus sein. Ich habe auch überhaupt gar kein Zeitgefühl. Das ist bei Minecraft sowieso immer schlimm. Aber hier hat man ja auch... Oh, weg. Gut. Hier hat man ja auch keine Möglichkeit nachzugucken. Also ich hab ja keine Uhr hier. Ich müsste ja wieder das Headset abnehmen. Und das ist dann schon seltsam, sage ich jetzt mal. Das ist seltsam. So, wir brauchen die Lava nicht. Und bevor da irgendwelche Tiere reinfliegen, lassen wir die jetzt auch zu. Ich will mal eine Kiste bauen. Ich will mal erstmal eine Kiste bauen. Dass wir den ganzen Kladderadat nicht in der Tasche haben. So, und dann wollen wir gleich eine Tür bauen. So, Kiste. So. Jetzt geht das natürlich... Ja, okay, ein Shift-Dingens kannst du natürlich jetzt nicht machen. Das brauchen wir vielleicht noch. Ja, ich weiß auch noch nicht so genau, wie wir das hier tun. Oh, bin noch ziemlich am Rand. Ich glaube, ich habe mich... Das ist... Ich sehe es ja nicht, aber ihr seht das. Das ist das große Problem an der Vive. Das Kabel... ist grundsätzlich kein Problem. Das Problem ist der Nutzer. Das habe ich jetzt... Ich hatte ja schon einige Freunde hier, die Vive ausprobiert haben. Aber jeder dreht sich in eine Richtung. Ihr glaubt es nicht, wenn ihr darauf achtet, ihr dreht euch in eurem Leben immer in eine Richtung. Und das macht sich beim Vive-Spielen bemerkbar. Und wie ihr auch gesehen habt, ich nehme das natürlich alles an einem Stück auf. Nein, ich trage nicht 2 Wochen das gleiche Hemd. Das wäre ja ekelhaft. Das macht man doch nicht. Ich nehme das natürlich alles in einer Session auf. Das ist euch vielleicht aufgefallen, weil ich kein Hallo und kein Tschüss sage in den Folgen. Darauf muss man einfach verzichten. Aber es gibt ja immer noch eine Endcard. So könnt ihr unterscheiden, wann die Folgen zu Ende sind, bevor die nächste anfängt in der Playlist. Nun gut. Ja, also es macht mir tierisch Spaß. Ich denke, ich werde das auch noch ein bisschen weiter zocken, wenn ich die Zeit finde. Es gibt leider so viele Sachen, die ich machen will. Im Bereich Games jetzt allgemein, VR gibt es so viel, was ich noch ausprobieren will. Ich habe noch lange nicht alle Spiele oder Demos jetzt durchgezockt, die ich habe. Und es sind gar nicht so viel. Es sind, glaube ich, bei Steam sind es irgendwie 8 Seiten, wobei die Hälfte davon irgendwelche Sachen ist, die noch gar nicht raus sind. Ja. Und da liegt es wieder, weil wir hier natürlich die jetzt hier hingepackt haben. So, ja, viele Games sind halt noch gar nicht raus.
Yeah, getting an upgrade. Und trotzdem findet man halt kaum Zeit, überhaupt alles zu zocken, was bis jetzt draußen ist. Besonders, ich habe jetzt ja wochentags, jetzt jeden Tag ein VR-Video. Ich werde mal gucken, wie ich die jetzt hier raushaue mit den anderen. Vielleicht nehme ich noch was anderes auf und mache das wieder im Wechsel. Ja, Live for Speed hatte ich ja das auch letzte Woche immer mal so ein bisschen im Wechsel, dass es nicht zu eintönig wird. Wer es halt mag, der muss halt immer einen Tag warten, ne, oder übers Wochenende. Und wer es halt nicht mag, der ne, findet dann vielleicht auch mal was anderes, was es denn da so gibt. Ne? Die Möglichkeiten sind ja sehr weit gefächert. Ja, das ist meine Höhle. Herzlich willkommen. Oh, Vorsicht. Herzlich willkommen in meiner Höhle. Ja, da hinten ist schon was gewachsen. Das ist sehr schön. Was macht mein Feld? Oh, wächst, wächst. Oh, guck mal einer an. Dann kann man gleich das Ding ins Werk packen. Ja, weghacken, wollte ich sagen. Dass uns das hier nicht so direkt vor der Veranda steht. Hui-hu-hu. Dann. Ich denke, ich mache hier. Mache ich hier. So eine Ecke, wo es dann runter geht. Da habe ich ja eben schon reingegraben. So, das machen wir wieder schlau. Dann geht's runter. So, 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 so. Ach, damit das jetzt hier mal aus dem Inventar wegkommt. Ne? Zack, zack. So, das ist auch. Jetzt muss man ein bisschen gucken. Ach, dieses Kabel. Ich glaube, ich mache gleich erstmal eine Aufnahmepause und werde mich um dieses Kabel hier kümmern. Aber erstmal. Ist schon lustig. Es ist schon lustig. Ja, gut. Es ist jetzt eh Nacht. Da gehe ich da hinten, mache ich dann runter. Da mache ich dann irgendwie Biene. Hier baue ich so ein Haus. Hier so raus mit schöner Veranda. Und eigentlich können wir uns das auf dieser Insel schon ganz nett machen. Trotzdem werde ich beim nächsten Mal, wenn ich dieses Kabel auch enttüttelt habe, wenn ich dran denke, dass ich das jetzt gesagt habe, ausprobieren, wie das ist mit Bootfahren. Ob das, wie das funktioniert. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns hier wiederfinden, weil ich habe hier jetzt kein F3-Menü. Ich kann gar nicht gucken, auf welchen Koordinaten ich bin. Aber es gab doch Karten. Da brauchte man noch. Ich habe so viel Minecraft gespielt, ich weiß gar nicht mehr, wie die Standarddinger gehen. Ich werde das mal nachgoogeln. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine Karte. So. Bis dahin würde ich jetzt aber erstmal sagen, lassen wir das hier so stehen. Unser Eingangsbereich ist luftig. Wir haben eine ganze Insel für uns. Monster machen uns momentan kein Problem, weil wir es ja auch peaceful haben. Und ja. Bis dann. Sehen wir uns. Ciao, bis zur nächsten Aufnahmesession.